Hi meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf eurem Modekanal des Vertrauens. Ich bin's wieder, Luisa, und wir kümmern uns heute um drei Arten von Kleidern, die jeder Figur stehen. Du fragst dich bestimmt, wie sollen drei Kleider denn allen Menschen passen? Und das ist ganz, ganz einfach, denn alle drei Arten von Kleidern lassen sich in ganz vielen Facetten noch anpassen. Also zum Beispiel in der Länge des Kleids, im Muster, der Farbe etc., sodass du mit jeder der drei Arten losgehen kannst, sagen kannst, okay, das sind die Farben, die mir stehen, das möchte ich gerne als Muster, Länge, was auch immer, vielleicht noch ein paar Verzierungen, Rüschen drauf und dir dein Kleid quasi aussuchen. Aber diese drei Arten werden allen Figurtypen gut passen, bin ich der Meinung. Weil ich finde einfach, es ist aktuell teilweise echt schwer, geile Kleider zu finden, weil aktuell diese Kleider in sind. Die normalen, weiten Kleider gerade kann man zwar natürlich mit einem Gürtel drauf oder so tragen, aber es steht einfach nicht jedem. Und auch die Slipdresses, die ja auch einfach aus einem Stück geschnitten sind, ja, also es hat schon einen Grund, warum ich noch keins davon im Schrank habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir suchen uns drei Arten raus, in denen ihr euch wohlfühlen wollt. Weil das ist für mich das alleroberste Ziel, dass ihr euch schön und wohlfühlt, auch im Sommer. Fangen wir mit Kleidart Nummer 1 an und das ist die klassische A-Linie. Das wird für viele jetzt total langweilig klingen, aber hinter dem A-förmigen Kleid steckt so, so viel mehr. A-Linie heißt ja per se, die Taille ist betont und dann geht der Stoff fließend weg und damit ergibt sich eben diese typische A-Form. Und nicht verwirren lassen, diese A-Form ist nicht nur für den A-Figurtypen da. Also ihr kennt ja sicherlich diese Buchstaben-Figurtypen und ich zeige euch dann gleich noch ein paar Beispiele, wie ihr das auch für die verschiedensten Figurtypen tragen könnt. Aber ich wollte euch zeigen, wie die ursprüngliche Linie quasi mal aussah. Denn diese A-Linie war tatsächlich eine Modekollektion, eine Modelinie von Dior 1955. Aber man sieht ganz deutlich, dass es oben fitted ist und unten dann schön schwingend rausgeht. Aber das wollen wir tatsächlich gar nicht zu ernst nehmen, denn die Range ist einfach so breit und ich zeige euch mal ein paar Beispiele, die es heutzutage gibt. Ich verlinke euch auch alle gezeigten Kleider nochmal unten in der Videobeschreibung zum Nachshoppen. Über den Kommentaren unter dem Video könnt ihr die ausklappen. Und ihr könnt das zum Beispiel als Blusenkleid tragen. Das wäre so die Business-Variante, die bisschen gedecktere Variante, wo man sagt, okay, die Schultern sind bedeckt. Man sagt ja ansonsten für Business meistens so eine Handbreit über dem Knie. Blusenkleider decken einfach genau das ab und sind trotzdem schön luftig. Ihr habt diese Taillensache, was ihr meistens auch selber binden könnt. Wenn ihr so ein Modell habt, könnt ihr nämlich entscheiden, ob ihr es weit tragen wollt, so wie die Mode gerade ist, oder wer sagt, ich will es knalleng tragen oder irgendwas dazwischen. Na, ihr könnt euch das aussuchen und ihr könnt immer noch einen Gürtel drüber tragen. Und ihr merkt vielleicht jetzt schon, das sind so Kleider, die sind richtig krasse Allrounder. Es kommt total drauf an, wie man die stylt. Mit einem Blazer, schicken Schuhen, einer krassen Tasche sind die schnell total schick. Und man kann die aber genauso auch an den Badesee anziehen und einfach nur locker mit einem Sonnenhut und Flipflop stylen. Und das ist einfach das richtig Tolle an dieser Art von Kleid. Ich habe hier nochmal eine bisschen sexy Variante mitgebracht mit Cutouts. Und wenn du jetzt sagst, Bein zeigen, das ist vielleicht gar nicht so mein Ding. Ich möchte lieber so Midi- oder Maxi-Kleider. Und das hat hier zwar ein bisschen Flügelärmel, das ist also auch was oben für die A-Typen ein bisschen Volumen hinzufügt quasi. Für die V-Typen würde ich das eher nicht so empfehlen, dann lieber einen ganz normalen anliegenden Ärmel vielleicht wählen. Aber man hat hier, gerade auch für die O's, die ein bisschen mehr Bauch haben, hat man die Möglichkeit mit dieser Bordüre, die ja runtergeht quasi über die Schulter, über den Ausschnitt dann gerade runter, auch so ein bisschen so eine streckende Silhouette zu machen. Also auch eine ganz gute Variante. Und bei Maxi-Kleidern muss man immer so ein bisschen gucken, was man für Jacken da drauf anzieht. Aber auch dazu habe ich euch letztes Jahr, glaube ich, schon mal ein Video gemacht, welche Jacken man zu Kleidern anziehen kann, damit man nicht immer auf diese Jeansjacken. Ich bin kein großer Fan von Jeansjacken zu Kleidern. Sorry für alle, die das lieben, zieht es bitte an. Aber ich habe euch ganz viele andere Alternativen damit reingepackt. Das Video verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung und vielleicht auch nochmal am Ende des Videos. Dann könnt ihr von dort aus gleich reinklicken und weiter. Und wenn du sagst, Kleider, ja, Luisa, schwierig. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich so der Typ für Kleider bin. Kein Thema. Es gibt inzwischen auch bei dieser ganzen Badebekleidungssache, so Badezubehör, Accessoires,
Bei den ganzen Marken, die auch viel so Bikinis und Bademode machen, gibt es das ganz, ganz viel. Entweder so Kimonos und die gibt es halt inzwischen auch in länger geschnitten. Die haben dann meistens einen leicht transparenten Stoff, was geil ist, weil man dann eure Figur noch durchsieht und das eben einen nicht so kompakt macht. Und die sind teilweise auch so zum Binden vorne, sodass ihr quasi so ein kleines bisschen die Beine und so weiter was Umspielendes habt. Es ist nicht so massiv wie ein Cardigan und ihr könnt quasi auch drunter einfach Shorts oder Leggings oder was ihr auch immer mögt drunter tragen. Und das kann auch eine schöne Kleidalternative quasi sein. Worauf musst du also ganz konkret achten, wenn du eine gute A-Linie haben willst? Aus meiner Sicht muss die Taille gut sitzen, muss vorhanden sein. Und für alle Haartypen ist es natürlich schön, wenn das Kleid einen Stoff hat, der wirklich so ein bisschen vielleicht bauschig weggeht, damit man die Illusion dieser vorhandenen Taille so ein bisschen zaubern kann. Würde ich eben nicht empfehlen, so komplett standlose Stoffe zu wählen, wie so Jersey, was irgendwie schwer, dünn und so labbrig ist. Das formt keine Silhouette quasi. Ist natürlich günstig, man wird es in sehr vielen Läden finden, aber es ist nicht der perfekte Stoff für euch einfach. Allgemein, lasst die Finger weg von so Jersey-Kleidern. Man sieht einfach jedes Röllchen, das formt euch einfach nicht. Ich komme dann gleich noch zu einer besseren Variante, woraus auch zum Beispiel mein Kleid hier ist. Reden wir gleich noch drüber. Und das Wichtigste ist, verfallt nicht, auch wenn ihr vielleicht die Netflix-Serie Bridgerton liebt, verfallt nicht in diesen Empire-Schnitt, der unter der Brust quasi geschnitten ist. Man sieht dadurch einfach super, super schnell schwanger aus. Da brauchst du gar nichts machen. Gerade wenn du ein O-Typ bist oder allgemein, wenn du ein bisschen Bauch hast, vermeidet das einfach und sucht lieber noch einmal länger. Es lohnt sich, weil ihr ärgert euch sonst, dann zieht ihr es nicht gerne an, dann fragt ihr euch, was mit euch falsch ist. Gar nicht, sondern nur mit eurer Kleidung ist was falsch. Und traditionellerweise haben die natürlich keinen Schlitz, aber ihr wisst ja aus dem Sommermode-Trends-Video von mir dieses Jahr, dass Röcke oder Kleider mit Schlitz gerade absolut angesagt sind. Ich finde, das ist so ein perfekter italienischer Style. Also warum nicht das Beste aus beiden Welten nehmen? A-Linie und trotzdem vielleicht einen kleinen Schlitz drin. Why not? Bevor wir zu Kleider A2 und 3 kommen, vielleicht noch gesagt, wenn ihr was zu verstecken habt, dann macht es mit bestimmten Schnitten, also wie zum Beispiel hier, wo was los ist, wo man nicht weiß, ist der Arm bauschig, weil der Arm bauschig ist oder weil das Kleid bauschig ist. Nehmt wirklich formende Stoffe, also jetzt nicht Cord oder so, was so fest ist und einengt, das wollen wir im Sommer nicht. Aber ihr werdet einfach selber rausfinden, was ihr gerne mögt. Und natürlich Muster. Muster können das Auge von jedweder Formgebung ablenken und macht euch das einfach zunutze. Kleine Muster zeigen zwar auf dem Auge, okay, da passt viel Muster drauf, also muss es viel Fläche sein. Dann vielleicht lieber zu größeren Mustern greifen. Aber ihr müsst auch selber rausfinden, seid ihr ein Typ, der, wie ich, eher musterlos braucht, weil er sonst irgendwie, man guckt dann aufs Muster und nicht mich an quasi, ich gehe dann ein bisschen unter. Seid ihr ein Typ, der symmetrische Sachen braucht? Ausprobieren, wirklich ausprobieren, es lohnt sich. Wenn ihr das nämlich einmal wisst, was euch steht, seid ihr so safe quasi für eine sehr, sehr lange Zeit. Ihr seid so stilsicher, es lohnt sich absolut. Kommen wir zur Kleider A2 und das ist jetzt auch das, wo ich euch das Kleid nochmal in groß zeige. Und zwar geht es um Do-It-Yourself-Kleider. Und damit meine ich alles, was man wickeln, binden, knoten kann. Und ihr werdet schon jetzt merken, das ist keine vordefinierte Kleiderart, sondern es gibt sehr, sehr viele Modelle, die genau darunter fallen. Das Schöne daran ist, dass ihr diese Kleider an eure Figur anpassen könnt. Und auch an eure Stimmung. Ich hatte zum Beispiel heute Lust, den Ärmel ein bisschen länger zu lassen hier. Ich könnte den auch viel, viel weiter hoch noch ziehen. Und vor allen Dingen, diese Sachen bringen so ein kleines bisschen Raffinesse rein. Es wird nie langweilig damit. Und dazu zählen zum Beispiel auch die klassischen Wickelkleider. Achtet bitte darauf, dass die nicht festgenäht sind. Und das passt irgendwie nie mit meinem Dekolleté zusammen. Und ich weiß, es geht euch da draußen viel, viel, vielfach auch so. Also nehmt wirklich Kleider, die noch selber zu wickeln sind. Das sind die, wo ihr hier ein Loch an der Seite habt. Da kommt die Seite durch. Da ist quasi an der Seite vom Kleid ist dann das Band dran. Das steckt ihr quasi auf der anderen Seite durch und könnt es dann binden. Probiert das aus, dann wisst ihr, was ich meine. Bei Wickelkleidern ist es auch super wichtig, dass die lang genug sind, weil dieser Schlitz beim Gehen, beim Sitzen etc. klafft ja gerne
weiter auseinander, als wenn ihr die Beine zusammen habt und so steht. Also probiert das ein bisschen aus. Ich bin der Meinung, auch hier sollte die Regel zählen, handbreit über dem Knie, dann seid ihr irgendwie safe mit so einem Wickelkleid oder halt länger. Seid da allgemein auch vorsichtig bei zu knappem Stoff am Ausschnitt. Das habe ich vor allen Dingen häufig bei ASOS gehabt. Die Kleider sehen cool aus, aber wenn ich mir dann überlege, okay, das Model ist vielleicht ungefähr so groß wie ich und bei ihr ist das am Ausschnitt schon knapp, dann weiß ich, was bei mir passiert, ganz ehrlich. Und deswegen achtet wirklich genau auf die Fotos und lasst euch nicht vom ersten Eindruck catchen, weil ihr werdet sonst mit dem Wickelkleid einfach nicht glücklich. Aber was auch zu diesen DIY-Kleidern zählt, ist eben zum Beispiel was mit selbstbindbaren Trägern. Und das Schöne ist, dass ich eben entscheiden kann, wie weit soll der Ausschnitt sein, wie eng will ich quasi die Träger heute haben oder nicht. Dadurch, dass das zwei sind, wirkt das auch nicht so Spaghetti-Träger-mäßig, also die Schultern wirken nicht so breit, das finde ich ganz schön, also mehrere Stränge sind immer gut und ich kann auch selber entscheiden, wie ich sie verknote quasi und ganz ehrlich, die Leute gucken dir dann hier hin und nicht zum Beispiel auf deinen Bauch oder irgendwas oder deine Waden und das ist halt, das kann ein absoluter Gewinn sein und gerade so in den Übergangszeiten kannst du unter solche flexibel bindbaren Kleider gegebenenfalls auch noch ein Shirt drunter ziehen, Langarm, Kurzarm, um ja, das ein bisschen wärmer zu gestalten, was natürlich die Bandbreite deines Kleidungsstücks wahnsinnig erhöht. Es gibt natürlich auch diese Kleider, die du hier vorne am Kragen binden kannst. Mir steht das irgendwie nicht. Ich will es euch nur der Vollständigkeit halber mit auflisten. Ich finde es schöner zum Beispiel wie das hier, das am Arm binden zu können. Und da kommen wir auch gleich zum dritten DIY-Ding, zur dritten Facette. Und das ist diese Thematik Tunnelzug, weil nichts anderes ist das quasi. Und Raffungen. Und das Kleid hier hat uns heute Abend Angels gesponsert, weil die eine neue Sommerkleiderlinie haben mit nachhaltigen Stoffen. Ihr wisst, Abend Angels ist eh eine nachhaltige Marke und ich finde oft so das Einstiegslevel. Das hier gibt es zum Beispiel auch in Dunkelblau, das wäre so ein Allrounder, den finde ich fast alle anziehen können. Und das Geile daran ist ehrlich gesagt echt der Stoff. Und das ist Lenzing Ecovero, das ist eine europäische Firma, die aus Holzfasern diese Stoffe macht. Und ich finde die so angenehm zu tragen, ich finde die übelst atmungsaktiv. Und ganz ehrlich, da draußen sind gerade 27 Grad im Schatten und hier drin ja fast auch. Ich habe bis jetzt hier noch überhaupt nicht geschwitzt. Und ich sitze schon ein bisschen länger hier als nur die Videoaufnahme. Abend Angels kam auf mich zu und meinte, hey Luisa, hast du nicht Bock, ein Kleid von uns zu zeigen? Und ich habe gesagt, cool, gerne. Weil das Schöne ist, für euch springt nämlich immer ein Rabattcode raus und den habe ich euch hier eingeblendet und auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, zusammen mit diesem Kleid hier. Die Stoffe lohnen sich absolut. Was das Kleid hat, aber auch andere, ist auch die Bindung in der Taille oder kurz über dem Bauch, wo einfach der Blick weggelenkt wird, zum Beispiel zur Seite des Körpers, sodass einfach der Fokus eben nicht auf dem Bäuchlein ist, was für A-Typen absolut Gold wert ist. Und ich bin auch kein Fan von Raffungen so auf Bauchhöhe am Unterkörper, die entweder so an beiden Seiten lang gehen, weil das ist hier zwar ein Bild aus der Mama-Kollektion, aber es verdeutlicht ganz gut, was passiert, wenn du einen Bauch hast. An den Stellen, wenn der Stoff eben labbrig, dünn ist, dann wird sich der Stoff einfach über dein Bäuchlein spannen und die Raffungen sind immer noch da, aber dein Bauch guckt halt trotzdem raus, weil der Stoff nicht die eigene Standfestigkeit hat, diese Raffungen über deinen Bauch zu ziehen. Und das wäre eigentlich das Bessere, wenn man so ein bisschen kaschieren will. Also achtet da drauf. Es gibt auch welche, wo die Raffungen in der Mitte lang gehen. Es lenkt halt den Blick dahin. Man muss das echt wollen und steht wirklich nicht jedem. Deswegen, ich würde sagen, bisschen asymmetrisch an einer Seite die Raffung, das finde ich top. Oder so wie hier an den Ärmeln, finde ich, ist das auch total unverfänglich und steht nahezu jedem. Und um Gottes Willen, wählt das nicht zu eng. Ihr seht sonst einfach aus wie eine Raupe. Niemand will aussehen wie eine Raupe, sondern wie ein wunderschöner, sich entfaltender Schmetterling. Also achtet darauf, dass ihr das Kleid nicht zu eng wählt, wenn es Raffungen hat. Und auch diese Ringe, die es gibt, die jetzt aus den 90ern, 2000ern so ungefähr wieder da sind. Ich glaube nicht, dass das so eine langlebige Sache ist. Ich glaube, in 2 Jahren ärgerst du dich, dass du es gekauft hast. Also lieber Finger weg davon. Und wir gehen lieber zu der dritten Art von Kleid, die nämlich allen steht. Und das ist das T-Shirt-Kleid. Den Begriff will ich auch ein bisschen weiter fassen. Ich finde auch das hier
könnte ein T-Shirt-Kleid sein, weil es vom Oberkörper her die typische T-Shirt-Form mit den Ärmeln hat. Aber ein T-Shirt-Kleid kann zudem auch sehr, sehr cool und sportlich sein und nicht direkt Angst haben, weil das ja so ein Ding ist aus einem Schnitt, wie ich am Anfang gesagt habe, wie wir eigentlich nicht wollen. Ich zeige dir gleich, wie das gehen kann. Das Wichtigste ist wirklich, wähle bitte kein Nachthemd. Die Dinger sehen super schnell aus wie Nachthemd. Und das passiert vor allem dann, wenn du irgendwie was zu Pastelliges greifst, wenn der Schnitt ein bisschen strange ist. Also versuch das einfach zu vermeiden. Viel, viel besser wäre eigentlich so der Klassiker. Der sieht nämlich eigentlich so aus. Und da höre ich schon, wie gesagt, viele tief einatmen, die sagen so, das kann ich nicht tragen. Und ich habe das tatsächlich auch gedacht, bis ich dieses Kippe-Video gemacht habe, wo ich zeigen wollte, welcher Kippe-Typ ich bin und wie man das mit Kleidern testen kann. Indem ihr Bock darauf hat, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ich hätte es sonst selber nie angezogen. Deswegen, genau deswegen sage ich es euch. Und ihr könnt so ein bisschen schummeln. Ihr könnt den Blick nach oben holen mit einem Logo. Ihr könnt einen Print drauf haben. Man kann so ein bisschen Batik-Grunge machen, was ich sehr cool finde. Wenn man eins dann hat, was eher so einen Tunnelzug hat, kann man auch ein bisschen mehr Figur herstellen. Und man kann natürlich auch eins Oversized nehmen, was man gegebenenfalls, wenn man Bock hat, mit einem Teilengürtel wieder einfängt. Da seid ihr ja völlig frei, was ihr als angenehm empfindet. Weil ich finde es super, super wichtig, gerade wenn du curvy bist, dass du kein Zelt kaufst. Bitte kauf kein Zelt. Es gibt natürlich figurformte Unterwäsche. Ich finde es für den Sommer... Wenn du dich damit aber wohler fühlst, go for it. Aber das sind auf jeden Fall die Varianten, die für euch alle gehen. Diese A-Form, die sehr flexibel ist, alles, was so ein bisschen DIY-Stuff dran hat, wo ihr selber was einstellen, machen, tun könnt. Und vor allen Dingen auch T-Shirt-Kleider, weil die sind super bequem. Es ist ein No-Brainer zum Stylen. Sneaker drauf oder es passt eigentlich auch jeder Schuh dazu. Ihr seid damit, mit den drei Sachen, habt ihr Kleider, die ihr jahrelang anziehen könnt. Jahrelang. Und wenn ihr auf die Tipps achtet, die ich euch gegeben habe, wird das ein mega Sommer für euch. Also teilt das Video bitte für mich mit raus in die Welt. Ich finde, das ist was, was jede Frau wissen sollte. Und natürlich auch alle, die sonst gern Kleider tragen. Nutzt gern den Rabattcode bei Armed Angels für die neue Kleiderkollektion. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.